So, hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Ark, nicht Craft, so wie in der letzten Folge, wie wir uns verhaspelt haben. Ja, Splash hat immer noch sein Stöckchen im Mund, jetzt ist er jetzt auch dabei, hat aber auch die Invisible-Rüstung an, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie ich den Bug beheben kann, ich weiß es nicht. Ich hab mich nochmal zwischen den Aufnahmen mal mit beschäftigt. Der blaue Strahl, guck mal, wie nah an der Strand ist. Guck mal, da vorne. Ja, holen wir uns, ne, würde ich sagen. Ja, ich, okay. Ja, ich bin Kapitän. Ich drift da mal wieder hin. Timer stellen und startet. Der Timer startet. Alles klar. Ich bin bereit, Captain. Jederzeit bereit. Der Megalodon, tschö, mega, tschö. Und der war eben kleiner. Schön. Ja, die letzte Folge war immer mega heftig am Ende. Das war schön. Wie ich das einfach überlebt habe und Splash einfach mit seinen 3 Millionen Hitpoints, die er mit einem Schlag verteilt hat, das nicht geschafft. Wahrscheinlich war das schon so angeschlagen, das Viech. Das kann natürlich nicht sein. Ich habe den zweimal geschlagen. Ja, und ich habe zweimal mit dem Schwert drauf und das Teil war tot. So, da vorne ist der Airdrop. Faust. Ja. Okay, Leute, ich muss abspringen. Nee, noch nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Komme ich da drüber über die Strande? T-Rex im Zweifel, ich weiß, das ist eine Raubtierinsel. Nein, die Strande nicht. Es wurde glücklicherweise gefixt. Jetzt kannst du eine Kiste craften und aufs Floß stellen. Die wird dann zwar wahrscheinlich wieder despawnen, aber bis wir beim Lager sind, wird sie überhalten. Ich habe zwei Dinger bekommen. Ein Blaubrett aus Metall und... Ja, wenn wir das für die Kiste brauchen. Ich kann es erlernen. Ich kann eine Workbench erlernen. Ich glaube, ich habe Holz eine dabei, Blaupause. Warte mal. Wie kann man denn die Blaupausen einlösen? Die Blaupausen musst du in die... Nee, die kannst du einfach uncraften. Heißt das Endergram Points? Ich habe 3 Holz, reicht das? Emma... Okay, da müssen wir hacken gehen. Wieso? Die Endergram Points kannst du einfach so craften im Inventar. Es sei denn, es ist irgendwas für die Schmitzi, also für die Schmiede. Da musst du es natürlich reinlegen oder so. Steht dir eigentlich dabei, wofür man es craften kann? Ich warte beim Floß. Ja, natürlich. Eine ganz normale Kiste. Ist ja nur für, falls wir sterben und dann nicht alles verloren haben, bitte. Ne? Der Stöhnen im Hintergrund ist auch sehr erotisch. Ja? Was? Ja, dann geh runter und mach es aus. Ich kann hier gerade nicht. Ich kann hier gerade nicht. Ich bin beschäftigt. Bin am Fappen. Ich hab's jetzt rausgefunden. Ja, siehst du mal. Aber wie deine Schwester einfach reinkommt und zuguckt dann, ne? Das ist schon heftig. Also kein Schamgefühl bei euch zu Hause, ne? Slasher? Nö, es ist. Ja, dann geh runter. Ich schneide das ja, so zusammen, dass das verwerflich klingt, was er gerade die ganze Zeit sagt. Schneide ich schon so zusammen. Haben wir schon eine Kiste? Okay. Ich guck gerade von oben rum. Ah. Wir haben schon eine Kiste. Verkackt. Fuck off, wir haben halt 2. Ja, mach 2. Von links, von rechts. Ja, wir haben auch schon vorne links eine. Wir haben halt 2. Ja, mach vorne rechts auch noch eine. Ja, dann sieht's synchron aus. Dann hol ich doch mal kurz meine Lasagne, okay? Ach, du mit der Lasagne! Fresssack. Ich hab noch komm, dann hol deine Lasagne. Ja, du frisst die ganze Zeit! Leute, fress ich schon die ganze Zeit. Ja. Nein, das stimmt doch gar nicht! Leute, ab in die Kommis, Hashtag Fettsacksplasher. Ich bin falsch. Ich will das wenigstens 10 Mal in den Comments sehen, Leute. Chips eben ja, okay, ich spam es, okay? Ich stisse euch selber. Oh, schön. Ja, voll fett im Spiel. Voll fett im Leben. Nein, dann hol deine Lasagne, los. Gönn dir. Ich level gerade noch. First. Level. Splash, pfui. Redet nicht durcheinander. So uncool. Ich hab 380 oder so. Ich bin übrigens über Level 40 schon. Ich kann halt eine Muskete machen. Ja, das ist aber nicht so stark, die Muskete. Ich kann mir, Ja, ich hab doch eh so viel Endergrim Points. Schalldämpfer! Oh, schon mir jetzt den Schalldämpfer. Das brauchst du noch nicht! Doch, Tiere. Piu, 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 piu.
Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Base, dann packen wir alles in die Kisten, dann gucken wir mal, ob wir alles nachcraften können, dass wir gut ausgerüstet sind mit Pfeile und so. Und dann gehen wir und nehmen unsere Base, unsere zukünftige ein. Dann werden wir unseren Anspruch quasi wahr machen in dieser Welt. Und unser Imperium aufbauen. Den Jurassic Ark. Wow. Jetzt bitte hier eine Einblendung, Rayon. Nicht vergessen später. Ich vergesse es sowieso, Leute. Ah, schön. Wale? Sicher? Wow. Habe ich noch keinen gesehen. Wo denn? Das gibt's auch. Wie lange habe ich nicht mehr Ark gespielt? Kann man den essen? Greift der an? Der ist ein Itchy, das ist kein Lachs. Das ist ein Itchy. Das ist kein Lachs. Das ist ein Itchy. Aber Lachs. Sind Lachs nicht kleiner? Da ist ein Aranda. Ein Aranda. Auch Möwe genannt. Auch in Wirklichkeit? Ja, Lachs ist wirklich groß, ne? Ja, stimmt. Dann nuckeln sie dich aus. Ja, die haben ja keine Zähne, oder? Sind doch keine. Sind Achse Raubfische? Ich glaube, die essen Krustentiere und so, ne? Glaube ich. Glaube ich schon, ne? Also die werde ich nicht wegnuggeln, die werde ich wegknabbern. Alles klar. Ob der Bug noch da ist mit dir? Wahrscheinlich nicht, weil du gerespawnt bist. Aber da war einfach so ein riesiges Hautsegel und so im Wind geweht. Und das hat sogar Schatten gespendet. Also du hast uns wirklich genützt in den letzten Folgen. Ne, Herzchen? Ja, natürlich, wenn sie nicht gefressen wurden, während wir gerade weg waren. Und wir haben übrigens einen neuen. Ein Lystrosaurus. Wir haben ihn F-Kaka genannt. Ja, die Schildkröte fahren wir mit dem Floß rüber. Wir werden alle Dinos mit dem Floß rüberfahren, weil da ist ein Sumpfgebiet dazwischen und da will ich nicht durch. Nee, nicht jetzt noch. Das ist langsam, das Zeug. Das ist sau langsam. Lass mich mit dem Floß schneller. Ich meine, mit Patricia und so weiter können wir ja laufen. Obwohl, sollten wir auch nicht. Wir müssen einfach ein paar Foundations dran bauen an die Plattform, an das Floß. Da können wir sowieso alles dran packen. Wir können ja auch mehrmals fahren. Wir können auch mehrmals fahren, ist ja kein Problem. So weit ist es ja auch nicht. Eigentlich schon, aber egal. Wir sind gerade 3 Folgen hier runtergeschippert, aber egal. Was war lustig? Das war die große Reise. Finde ich schön. Ich fand das idyllisch. Auch wenn wir die ganze Zeit nur Megalodons gejagt haben und Airdrops am Boden, am Strand quasi, uns geholt haben. Davon ist der Dschungel. Oder nee, ist ein Sumpf. Gibt es einen Dschungel eigentlich in Ark? Ich glaube schon. Oh. Dilo. Dilophosaurier, so. Mhm. Ich bin ein Dinosaurier-Freak. Ich kenne das alles. Oh. Oh, die Boat rolled. Nein, wie ging das Lied? Fail. Wir sind erst jetzt am Sumpf? Ja, das ist ein weiter Weg. Wir waren 3 Folgen hier runter unterwegs. Natürlich ist das ein weiter Weg. Wir müssen um die halbe Insel, du Dulli. Ich muss einen kühleren Platz suchen. Ich bin unter Wasser! Ich bin unter Wasser! Was? Bist du abgesprungen, der Dulli? Splasher, beeil dich. Wasser bekürzen? Nee, wieso? 3 Folgen passt doch. War doch funny. Splash ist drauf, hoffe ich mal. Die war wirklich funny. Weißt du, was wir für geile Momente hatten? Das wirst du alles sehen. Kommt ja täglich eine Folge. Wie kriegst du diesen stecken hier fest. Blutsauger weg? Ja, warte. Wir hängen am Felsen fest. Nee, jetzt komme ich weg, okay. Wir hängen irgendwo fest. Ich weiß nicht wo. Ja, jetzt gehen wir, okay. Keine Ahnung. Oh, scheiße, Alter, von hinten! Alter! Ja, schön! Ich hab ihn mit 3 Schlägen getötet! Halt mich ab! Ja, ich bin unterwegs. Die Frage hab ich nochmal auf dem Stein. Nee, kann ich mal, okay. Warte, ich will ein bisschen Leder. Ich hol mir ein bisschen. Gönn dir. Alter, das war der. Wo seid ihr? Ja, deswegen hat sie schon den Speer ausgerüstet Richtung Strand. Oh.
Das ist übrigens auch an die Leute, das ist übrigens Warum? Auch jetzt... Warum? Weg von dem Strand! Ja, ich fahr doch! Ich wollte gerade eine Ankündigung machen, das wird jetzt auch die links, letzte Folge. Links, 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 weiter! Jetzt redet doch nicht alle durcheinander! Ich bin doch fast wieder gestorben. Ist doch egal, interessiert kein Schwein. Das wird übrigens auch die letzte Folge sein, die wir in dieser Aufnahme-Session... Splasher Fresse! Das wird die letzte... Take Nummer 4. Das wird jetzt die letzte Folge sein, die wir in dieser Aufnahmesession aufnehmen werden. Dann werde ich meinen ganzen Spielstand auf die PlayStation Pro rüberkramen, damit wir eine bessere Grafik und so zusammenkriegen, auch eine bessere Auflösung, pipapo, und bessere Flüssigkeit, pipapo und so weiter, andere Sachen, pipapo und so weiter, pipapo. Ja. Ja, ich habe mir eine Pro gekauft für Horizon Zero Dawn. Ich kann doch nur fahren, ich kann nicht mehr machen. Und warum fahre ich so langsam? Hängen wir irgendwo fest? Das ist scheiße, ich fahr doch. Irgendwer muss den Sarko töten, ich kann nicht mehr machen, wie mich drehen. Wir fahren, okay, Splash hat sich geopfert. Splash, mach ihn down. Du bist unser Krieger. Wie wir auf dem Sarko festhängen, ist ja unglaublich. Wie wir in den ersten 5 Folgen nur eine Reise hatten. Obwohl, eigentlich sind es schon mehr wie 5 Folgen. Denn ich will ja den Stream, den wir hatten, auch noch zusammenschneiden zu folgen. Den Stream, den wir auf Rayon hatten. Gibt er noch? Er konzentriert sich, glaube ich, gerade. Ja, der Sarko ist unter uns. Der umkreist gerade Splasher. Er macht nichts. Ist er dumm? Alter, hypnotisiert er gerade Splasher? Was passiert da? Okay, Timmy hat es einfach geschafft. Wie kann er so lange unter Wasser die Luft anhalten? Bist du Gott? Nee, er levelt nur auf Melee Damage. Aber er sagt nichts. Okay. Aber es ist mal wieder passiert. Jetzt weiß ich! Der Sarko hat die Kisten zerstört! Und die Fackel! Oh. Dadurch hat. Die sind nicht gedespawnt letztens, das war der Megalodon! Ach so! Aber das Floß. Das Floß hält viel aus. Das heißt, es hat noch kaum Leben verloren durch die ganzen Angriffe. Das ist cool. Natürlich das ist heißt, im Sumpfgebieten sehr weit nach links. Oder nach rechts, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Einfach weg vom Strand. Ja. Oder ein schnelleres Boot. Oder Wände. Das geht natürlich auch. Ich habe ja die Ausnahmen, ich kann ja trotzdem fahren. Ihr könnt euch da eine Bude aufbauen, eigentlich rein theoretisch. Ich sehe das Ganze ja von oben. Ja, ich gucke euch gerade von oben an. Scheiße, muss ich nach vorne gucken. Soll ich mehr auf Nahkampf gehen? Ja, ich gehe sowieso auf Nahkampf. Scheiße. Gibt's einen Rückwärtsgang? Gibt keinen Rückwärtsgang. Herzi, hast du eine Axt dabei? Du musst auf der Seite rauf. Hinten kommst du nicht rauf. Du musst auf der Seite. Oh nein, jetzt sind alle Sachen wieder weg. Was habt ihr denn reingepackt? Holz. Ach, scheiße, ja, voll Stroh und so. Das haben wir schon so schnell gefahren. Ich level übrigens auch auf Melee Damage. Splasher macht das, damit du mehr Schaden austeilt. Ich, damit ich mehr Rohstoffe rauskriege. Weil da kriegt man ja auch mehr Rohstoffe raus, wenn man Melee Damage levelt. Deswegen mache ich das. Ja. Ich krieg halt, wenn ich einen Baum fälle, irgendwie 300 Stück raus. Ja, das macht doch Sinn, wenn wir nachher ein Gehege bauen. Die Wand wird 2 dick, damit wir da oben einen Weg platzieren können auf der Wand. Auf der Mauer. Wir brauchen so viele Rohstoffe. Weißt du, was so eine Wand das kostet? Megalodon, hi. Oder so ein Steintor braucht irgendwie 300 Stein. Und so weiter, pipapo. Da ist wieder ein Aranda. Mich und Rayon. Wir sind die Männer im Haus. Im Haus vor allem. Wir haben kein Haus. Nein, wir sind die Männer im Haus. Ach so. Alter. Und was ist Herzi? Er denkt nach. Ach so, okay. Alles klar. Was? Lecker. Ach so, Aranda am Anflug. Was macht der? Was will der? Will der unser Freund sein? Oh, Rayon, weißt du noch den Typen Aranda mit dem Speer im Kopf? Ja! Das war der! Na, Aranda Was, echt? Der hat ja wiederholt. 10 cm Speer durch den Kopf gejagt, juckt mich nicht, ich flieg davon, kein Bock auf euch, Penner. Kann ich mit am ich weiß nicht, ist das der Strand? Ne, da ist eine Boa, ne? Ach, eine Boa, okay, dann gehen wir hin. Ah ja, Rayon, meine stärkste Waffe, das Fernrohr.
Ich sehe halt deine Augenbrauen nicht. Deine Augenbrauen ver. Scheiße. Rayon. Festgefahren. Ich will den Stein abbauen, da sind wertvolle Materialien drin. Ja, komm, dann spring hoch. Komm, beeil dich. Ich fahr nicht näher ran. Wenn Megalodon mich ist. Wenn Megalodon kommt, dann fahren wir davon. Nähert sie? Fuck, da ist echt ein Megalodon! Scheiß drauf, ich hab's doch noch gesagt. Stell dich auf den Stein und dann bau ihn ab. Hey, dieser Stein ist eine Map. Ja, okay. Es sind so viele Paranias. Paranias? Paranias sind da, okay. Fuck you. Der schon. Ich drifte. Wie geil das einfach aussieht im Floß, wenn man driftet. Ich bin unterwegs, Splasher. Oder warte, könnte ich zum Strand und mir eine neue Axt machen? Nee, kannst du nicht. Oh Mann. Ich finde unser Lager. Boah! Gut gemacht. Komm schon, spring hoch! Beeil dich, du Dulli! Ja, Splasher? 5 Sekunden. 5 Sekunden? Ja, ich bin vorbeigesprungen. Och, Splasher, beeil dich! Metall. Ich wollte gerade meine Spitzhacke noch kaputt machen. Och, Splasher, beeil dich! Ja, ich warte hier schon seit 2 Tagen. Ja, komm her hier! Ich komme nicht zum Strand, das ist mir zu gefährlich. Okay. Ah, dann trifft dich halt zum Strand. Oh. Der kleine Timmy. Hallo. Jetzt komm hoch. Mein Eltern haben mir gesagt, dass ich hier hinkommen darf. Darf ich? Nein. Mann. Ich mach jetzt auf. Ich mach auf 500 halt. Jetzt. Ach, du bist schon drauf. Ach so. Ja. Ich dachte, ich hab dir überfahren und du bist unterm Floß. Schön. Die andere Waffe könnte ich mir eigentlich auch mal. Wie kann man sich denn die Machete machen? Oder Schwert? Schwert mache ich mal als nächstes. Ach, das Schwert. Das Schwert ist gut. Das ist besser wie ein Speer übrigens. Ja, das will ich mir machen. Man kann es auch richtig früh erlernen. Aber eine Eisenpeike ist immer noch besser. Eine Eisenpeike. Es gibt keine andere Pike. Und ich mache mir meine Waffe. Über das Herz, hast du schon die Future-Rüstung gesehen, die Tech-Rüstung? Die ist heftig, das sieht aus wie bei Mass Effect. Und die kann man einfach craften, wenn man eine Tech-Werkbank gebaut hat. Da braucht man kein Level für, ist cool. Aber ich weiß nicht, welches Level man für die Tech-Werkbank braucht. Ich hab keine Ahnung. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Ja, ich guck mal, okay. Ich glaube, wir sind da vorne schon richtig, kann das sein? Nee, wir müssen noch weiterfahren. Weiter. Mit Herzi kann kein Natt-Typ. Okay. Herzi hat einen Natt-Typ. Schön. Gut gemacht, Herzi. Nee, da fand schon wir, glaube ich, richtig. Ich sehe da schon so Zeug. Links. Das kann gar nicht sein. Ich sehe da viel Staub. Rayon. Hi. WLB. Natt-Typ. Oh ja, stimmt. Das könnte echt unsere. Nee, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren, Rayon. Noch ein Mann, bisschen. Aber Herzi, weißt du, was das Dumme ist, dass du jetzt da bist? Wir müssen die Folge beenden. Das riesige Hautsegel ist nicht mehr da. Der Titan. Oder vielleicht ist er noch da, vielleicht ist er jetzt Teil der Map. Bei allen Arc-Spielern. Nein, Titanfall wollten wir echt gerade. Können wir mal. Titanfall. Können. Ich weiß, wie ich meinen Roboter nennen kann. Ich mag Titanfall. Ich mag Titanfall. Herzi. Okay, mein. Kann man Titan benennen? Ich glaube nicht. Im ersten Teil, ja. Wie? Nee, ich nehme meine Waffe nicht. Ey! Im Wasser? Ja, es ist nicht so schlimm. Nee, im Wasser ist das scheiße, da trinkt man nur Dulli. Oh fuck! Oh, Herzi, du musst schnell aufwachen, sonst wird das nichts. Herzi? Da sind Megalodons. Fuck, ja, die greifen dich nicht an, wenn du betäubt bist. Mit. Nee. Herzi, lebst. Immer noch? Du stehst bei mir. Im Wasser. Jesus. Ja, kommt her. Gönn dir ein paar Fleisch und so. Regeneriere. Oh. Kriegst du es hin, Herzi? Das ist so schwer. Oh, sie hochschwebt. Fuck. Muss springen. Da ist ein, da siehst du, Rayon, da hinten. Was denn? Wo denn? Du machst ein Airdrop? Loot.
Ja, ja. Ein Airdrop. Das heißt, wir holen den Airdrop noch in dieser Folge. Okay. Alles klar. Obwohl, eigentlich wollte ich noch zurück zur Base. Komm, machen wir 5 Minuten länger, das geht sich leichter aus in 5 Minuten. Scheiß drauf. Haben halt eine 25-Minuten-Folge und keine 20. Ich tue mir aber jetzt freuen. Ich glaube, manche nee, zumindest. Wir brauchen noch ein bisschen. Nee, ich guck mal auf die Karte. Noch ein bisschen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Nee, so weit ist es gar nicht mehr. Nee, so weit ist es gar nicht mehr. Wir sind nicht mehr weit von hier. Bisschen noch, ja. Ein bisschen halt. Dann fahr schnell. Der Airdrop ist schon weg. Ach, scheiß drauf. Aber da vorne sind wir gleich mal irgendwo. Weit ist es nicht mehr, Leute. Gleich sind wir wieder at home. Aber es ist in unserem kleinen Stützpunkt, das wir notbedürftig aufgebaut haben am Anfang. Ah, das wird lustig, den Stream zusammenzuschneiden. Ich finde, das soll unser zweiter Stützpunkt sein. Splash, das steht ziemlich nah am Rand, zeig ich dir nur so. Ja, ich warte nur auf den nächsten Megalodon. Das weißt du auch. Schleichst du dich gerade an jetzt? Wie gezückt im Speer steht sie da. Nee, hier sollten wir doch bald irgendwo sein. Ja, da vorne doch. Fahr links, 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 noch ein bisschen weiter nach links. Ja, ich glaube, ich sehe es. Da sind doch die ganzen Dinos von uns. Ja, da sind wir ja schon. Sehr schön. Okay. Ah, ich springe schon nice. Weit. Nö. Ich strande jetzt. Nee. Ich mache jetzt Castaway. Hier sind ja keine Fische mehr, soll ich sagen. Wieso hört sie? Ich habe sie alle heute Morgen abgeschlachtet. Habe ich halt echt. So. Kann Rayon bezeugen. Bin gestrandet. Warum haben wir so viel Fischfleisch? Fischfleisch? Warum haben wir so viel Fischfleisch? Fuck you! Was ist? Was? Mega Piranha! Ich dachte schon, das ist irgendwas am Land. Ach scheiße, das ist Mega Piranha. Boah, wieso was? Mega Piranha? Ja, das war mega, Alter. Ah, ich. 300. Alter, gib mir, über 300 ich hatte keine guten Items. Aber ich hatte sau viel. Übrigens, guck mal, das ist FKK. Etsy, guck. Süß, ne? Nein, du benennst die nicht um. Hey! Nicht FKK hauen! Oh nein, ich hab Kampfmusik. Ah, okay. Kann mir jemand einen Speer geben, dann kann ich den One-Hitten. Du kannst gar nichts hier One-Hitten. So, Leute. Ich bedanke mich wieder mal für eure mega heftige krasse Aufmerksamkeit. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis. Ich schaffe noch eine. Nee, du schaffst gar nichts mehr. Schreibt mir in die Kommis, wenn ihr Tipps habt, was wir unbedingt bauen sollen in unserem Park. Einfach irgendwelche Sachen. Wir sind ganz offen für irgendwelche Vorschläge. Einfach mal eure Ideen in die Kommis, da bin ich mega gespannt. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mit einbringen. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge morgen. Was haben wir gesagt? 13 Uhr, ne? Ja, 13 Uhr. Ne, machen wir 17 Uhr. Dann kommt das andere Zeug zum. Ja, stirb einfach nochmal. Ich sag einfach mal, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute!